Die Klasse 6b der Grundschule am Arkonaplatz in Berlin hat sich mit dem Thema Kleidung, globalen Produktionswegen und den Folgen für Menschen und die Umwelt beschäftigt. Wir hatten halt Lust, irgendwie wirklich was zu sagen, was man besser machen soll und was einfach gerade schief läuft auf der Welt. Man sitzt gerade hier in der Schule und hier in China oder Bangladesch arbeiten die Kinder mit Nähmaschinen und müssen in Rekordzeit da irgendwas nähen, was wir dann hier tragen. Bald war klar, die Klasse wollte ihre Erkenntnisse nicht für sich behalten, sondern auch andere informieren. Die Kinder erarbeiteten eine umfangreiche Präsentation und luden dazu die ganze Schule ein. Das war dann so ein bisschen diese Erkenntnis, ich bin bedeutsam in meinem Handeln, ich kann was verändern. Ich glaube, bei uns selber ist auch ganz schön viel passiert, also allein, wenn man anders denkt. Sei weltbewegend, alle für eine Welt für alle. Ein Upcycling- und Musikprojekt von zwei Schulen in Euskirchen. Der 5. Klasse der Kaplan-Kellermann-Realschule und der Willkommensklasse des Thomas-Esser-Berufskollegs. Es ist interkulturell, es ist inklusiv. Wir haben Kinder mit unterschiedlichsten Leistungsständen. Die Kinder zwischen 10 und 17 Jahren gestalteten gemeinsam Musikinstrumente aus Abfall. Normal, wir schmeißen den Müll weg. Wir haben mit dem Müll gearbeitet. Wir haben ein Tandemlernen eingeführt und haben gesagt, wir wollen eine Kooperation ganz konkret zwischen den einzelnen Schülern haben. In regelmäßigen Abständen stellt die Gruppe ihr interkulturelles Musikprojekt einem breiten Publikum vor. Man kann einfach zeigen, dass man auch etwas schafft, wenn man nicht aus dem gleichen Land kommt. Das ist ein schönes Gefühl. Die Klasse 5a der Grund- und Mittelschule Salzweg hat einen Entdeckerkoffer Plastik entworfen, der es anderen Klassen ermöglicht, spielerisch zum Thema Plastik zu lernen. Dann sind wir so nach und nach durch Recherchen draufgekommen, dass es eben in der ganzen Welt Probleme gibt. Und dann haben wir ja gesagt, wir könnten ja einen Koffer machen und dazu verschiedene Spiele, dass die Kinder auch Spaß haben und lernen, Plastik zu vermeiden. Die Schülerinnen und Schüler entwickelten zum Beispiel ein Quiz, das die weltweite Problematik auf verschiedenen Kontinenten miteinander vergleicht. Im Werkunterricht stellten sie dann selbst ganz konkrete Alternativen zu Plastik her. Wir haben uns für dieses Thema interessiert und das war zwar viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt.